Und damit hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Command & Conquer Ghana 3 Tiberium Wars Let's Plays, wo wir uns ja gerade hier in dieser Mission befinden und den Alien-Turm zerstören sollen. Und ich muss zugeben, ich habe mal geguckt, wievielte Mission das jetzt hier ist, und es ist nicht die letzte, es ist die vorletzte. Es kommt ja danach demzufolge als noch eine weitere Mission, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir greifen jetzt hier einfach mal an und wissen also, dass hier maximal die Mission gleich beendet ist und vielleicht eher noch weniger. Wurmlöcher öffnen sich. Der Alienturm ist ungeschützt. Nord wendet sich gegen uns. Alien Devastator nähern sich unserer Basis. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, Basis. Ja, das dachte ich mir schon fast. Deswegen habe ich ja hier schön Anti-Air hingestellt. So, ihr arbeitet hier gerade von alleine dran. Dann stellen wir das Silo noch hier fix hin. So, und jetzt ist bloß noch eine spannende Frage. Kann ich jetzt einfach so angreifen? Kann ich. Sehe ich den seinen HP-Balken da? Alles klar, wir haben ihn. Einsatzziel erreicht. Und ich dachte schon, es wird schwer. Und Nord war auch kein ernstzunehmendes Problem. Wir hätten sie noch zurückschlagen können, aber ist mir egal. 24 Minuten, das ist eigentlich gut. So, da haben wir die Hauptziele erreicht. Die Bonusziele haben wir auch erreicht. Wir haben wahrscheinlich nur... Doch, das haben wir sogar auch. Wir haben die Mission perfekt auf Silber abgeschlossen. Okay. So, und dann jetzt auf nach Ground Zero. Und Ground Zero soll jetzt laut meines Wissensstands tatsächlich die letzte Mission in dieser Kampagne sein. Es müsste ja, soweit ich weiß, noch eine zweite Kampagne geben. Ich weiß es nicht. Eine Nordkampagne? Ich hoffe. Wir werden es herausfinden. So, die Schlacht um Ground Zero. Angriff auf den Kontrollknoten der Aliens. Sehr gute Arbeit, Commander. Unsere Truppen sind durch diesen Sieg zusätzlich motiviert worden. Jetzt haben unsere Truppen mit einer Großoffensive auf diese Türme begonnen. Ganz aktuell. Es wird gerade gemeldet, dass nur noch einer dieser Türme steht. Hier, im Mittelmeerraum. Oder was früher einmal der Mittelmeerraum war. Und wissen Sie was? Ausgerechnet Nord hat die Zerstörung des Turms bis jetzt verhindert. Die Bruderschaft hat eine ungewöhnlich große Armee vor Ort und scheint den Turm zu beschützen. Warum, wissen wir nicht. Keine Ahnung, was die vorhaben, aber das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie sind in Italien noch nicht fertig. Die Invasoren haben hier eine Art Kontrollknoten. Es ist sicher kein Zufall, dass er am Ground Zero steht. Immerhin ist das der Ausgangspunkt der Tiberium-Kontamination. Laut Dr. Ibrahim steuert dieser Knoten die Tiberium-Verteilung für alle ihre Einheiten. Und ohne Tiberium funktionieren sie nicht. Stoppen Sie die Einheiten. Stoppen Sie die Invasion. Commander, ich muss Ihnen etwas sagen. General Granger hält wichtige Informationen zurück. Informationen, die Ihnen das Leben retten könnten. Unter meiner Aufsicht konnte die GDI-Waffentechnik aus dem von Nord konfiszierten Material eine Flüssig-Tiberium-Bombe bauen. Inzwischen stattete ich bereits Ihre Truppen damit aus. Nun, Granger erwartet, dass Sie versuchen, einen Sieg durch harte Arbeit möglich zu machen. Und wieso? Er meint, ich sei eine politische Gefahr für ihn. Wenn mein Plan uns weiterbringt, ist Granger unwichtig. Das denken sicher auch die Medien von ihm. Aber sie werden Sie als Held sehen, wenn Sie diesen Krieg schnell gewinnen. Hier geht es nicht um mich oder Granger, Commander. Hier geht es um Sie. Ihre Stunde kommt. Machen Sie für sich Geschichte. Okay. Wir starten erstmal die Mission und gucken, was da passiert. Ground Zero. On Ground Zero befindet sich ein einzigartiges Alien-Gebäude. Die GDI-Experten. Von vorne. Am Ground Zero befindet sich ein einzigartiges Alien-Gebäude, das GDI-Experten als Kontrollknoten bezeichnen. Dieser scheint die Alien-Verbände weltweit mit Tiberium-Strahlung zu versorgen. Wenn sie den Kontrollknoten zerstören, werden die Alien-Einheiten möglicherweise deaktiviert und die Invasion kommt zum Erliegen.
Allerdings ist uns Nod wieder einmal einen Schritt voraus und hat die Aliens offenbar angegriffen. Beide Parteien kämpfen derzeit um einen zentral gelegenen Hügel in der Nähe vom Ground Zero, den sie vermutlich als Ausgangspunkt für Angriffe oder den Bau von Superwaffen nutzen werden. Sie müssen improvisieren. Nehmen sie einige feindliche Einheiten und neutralisieren sie alle Nod- und Alien-Truppen, die ihnen in die Quere kommen. Achten Sie aber auf das nicht infizierte Objekt, das sich dem Kontrollknoten nähert. Stützpunkt in Sicht. Neue Bauoptionen. Empfange Nachricht. Der Kontrollknoten befehligt sämtliche Alien-Truppen. Wir müssen ihn dem Erdboden gleich machen, um die Invasoren aufzuhalten. Die Nordtruppen in diesem Gebiet sind eine Gefahr für unsere Mission. Zerstören Sie Ihren Stützpunkt im Norden. Okay. So, wir fangen direkt erstmal mit ein bisschen Strom. Auch wenn ich, so wie es aussieht, gar keinen Strom hätte gebraucht. Egal. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Das. Feindliche Einheiten in Tiberium. Sicht. Warnung. Spaltgenerator geortet. Neues Bonusziel. Unbekannte Einheit geortet. Es geht direkt wieder mit Party los. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ich versuche so schnell wie möglich an die Mammutpanzer zu kommen. 3 Sammler könnten wir uns hier erlauben. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ich würde auch sagen, das machen wir. Mit 3 Sammlern arbeiten. Einheit wird angegriffen. Auch wenn ich schon sehe, dass hier die Ecke wahrscheinlich problematisch ist. Egal. Bau abgeschlossen. So, dann kommt da noch einer hin. Wird gebaut. Und den anderen stecke ich hier unten hin und der ist eigentlich dann hier für... Wo stellt ihn hier hin? Oder? Hier? Ne, ich will den nicht so ganz in die Front haben. Ich hätte gerne die Waffenfabrik an der Front. Und dann geht es mir gleich wirklich darum, schnellstmöglich Armee aufbauen. Und dann ist bloß die Frage, in welcher Reihenfolge ich hier was mache. So, das Ding benutze ich eh nie. Dahin. Die Waffenfabrik bauen. Dann bauen wir fix den Gefechtsstand und das Technologiezentrum. Und dann gehen erstmal die ersten Mammutpanzer vom Band. So, und ich würde es bei diesen 3 Sammlern jetzt belassen. Und hoffen, dass das reicht. Ich glaube es zwar nicht, aber das ist jetzt erstmal der Plan. So, hier können wir erstmal jetzt nur, auch wenn dann noch nichts bauen. Bau abgeschlossen. Das Ding dahin. Das wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Bereit. Sammler wird angegriffen. Überrollt sie. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Unaufhaltsam. Ich kann mir doch schon denken, was ich hier machen muss. Wir haben zu wenig Strom. Das kackt gleich erstmal alles ab. Egal. Kann ich das Ding bewegen, den Kran? Kann ich nicht. Okay. Feindliche Einheiten in Sicht. So, das Ding dahin. Strom. Forschen geht so lange nicht. Oh. Nord greift von da an. Mammutpanzer bereit. Und mir nicht gerade wenig, wie ich sehe. Abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. So, und auf geht's. Mammutpanzer produzieren. Einheit wird angegriffen. So, hier einmal Reparatur auf alles. Bis auf, dass der Sammler ein bisschen Schaden bekommen hat. Meine Befehle. Passt das? Hier zurück dahin. Mammut einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Mammut Panzer bereit. Du auch mit zur 1, bitte. Völlige Überlegenheit. Ach ja. Wird repariert. So. Das Wichtigste läuft. Und zwar die Mammutpanzerproduktion. Und die Forschung. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Den Rest kann ich mir danach angucken. Mammut Einsatz. Wir könnten noch eine Landeplattform bauen. Wir können auch die restliche Forschung hier. Nein, wir sparen erstmal noch die Kohle. Wir geben jetzt erstmal nichts unnötig aus. Unbesiegbar. Mammutpanzer bereit. Ihr fahrt mal hier hin zur Def.
So, die Sammler sehen alle noch okayisch aus. Können wir noch so lassen. So, und jetzt haben wir hier erstmal das Wichtigste. Die wichtigste Forschung haben wir. Hier gehen die nächsten in Bau. Das geht in Bau. So. Bereit. Was für ein Spaß. Bau abgeschlossen. Sammelpunkt dahin, ihr zurück. Das hier bauen. Einsatzbereit. Na komm, dahin. So, wo wurde gerade der Sammler angegriffen? Bereit, überrollt sie. Ich komme. Unbesiegbar. Warum wurde es sie? Upgrade abgeschlossen. Einheit. Ach, das ist dieses Mutterschiff-Ding. Ach du Scheiße, okay. Das bauen. So, das hier läuft auch. Also ich sehe schon. Mammut einsatzbereit. Auf zur Front. Die Dev kommt hier nicht aus Spaß. So, und jetzt ist das Ziel, und das muss ich fix umsetzen. Wir brauchen Strom, dringend. Brauchen ein bisschen Anti-Air. Ein bisschen mehr wäre auch gut. Krieg ich das? Ah, so, das. Sehr schön. Hier dahin. Und zwar muss ich das Ding wegkriegen. Auf zur Front. Es ist nicht schlimm, wenn das jetzt ein bisschen... Völlige Überlegenheit. Bereit. Wenn ich mir dafür ein bisschen Zeit lasse, aber ich brauche es. So, wir bauen noch das Ding hier. Mammut und das Ding. Völlige Überlegenheit. Wie viel Defcon brauche ich denn hier oben an der Ecke? Mammutpanzer bereit. Einheit befördert. Unsere Basis unaufhaltsam. Firehawk angedockt und bereit. Ja, schön, schön, schön. Jetzt ist gleich mein Geld alle. Habe ich auch gleich alles erforscht, von daher. Der Satellitenablink stellen wir ihn hier daneben. Ihr stellt euch dahin. Das muss weiter produzieren, das ist das Wichtigste. Strom brauche ich. Wird gebaut. NAT hat einen vorgeschobenen Stützpunkt errichtet. Warnung. Tempel von NAT beobachtet. Ich greife aber das Ding nicht an. Das heißt, ich lasse die jetzt einfach mal hier kurz ihren Schicksal. Und reagiere noch gar nicht. Das kann total dumm sein. Das kann clever sein. Ich weiß es noch nicht. So. Bau unterbrochen. Genau, und das bitte auch kurz, damit ich hier den Strom mitnehmen kann. Meine Befehle. Sammler wird angegriffen. Alter. Einheit wird angegriffen. Wird repariert. Gut. War das das Ding da? Oder das? Was war das? Ach, das war das Ding hier drüben. Das hätte ich zerstören müssen. Ja, gut. Das war's. Können wir von vorne anfangen. So, ich die Base wieder aufgebaut bekomme. Gut, es war aber mein Fail, da habe ich einen wichtigen Timer verpasst. Neue Bauoptionen. Empfange Nachricht. Der Kontrollknoten befehligt sämtliche Alien-Truppen. Wir müssen ihn dem Erdboden gleich machen, um die Invasoren aufzuhalten. Die Nordtruppen in diesem Gebiet sind eine Gefahr für unsere Mission. Zerstören Sie Ihren Stützpunkt im Norden. Ja, gut. Also. Nochmal das Ganze, dieses Mal Priorität auf den Spaltgenerator. Wird gebaut. Wird gebaut. Feindliche Einheiten in Sicht. Warnung. Spaltgenerator geortet. Neues Bonusziel. Unbekannte Einheit geortet. Bau abgeschlossen. So. Noch einmal Strom. Geheimdienstdaten aktualisiert. Dahin. Noch so ein Teil. Bau abgeschlossen. Das Ding kommt dahin. Noch so ein Teil. Wird gebaut. Ja, Sir. Ich komme. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Dahin. Und dahin.
So ein Teil. Ihr seht, es muss einfach schnell gehen gerade. Es kommt gleich auch noch ein Angriff von der anderen Seite. Bau abgeschlossen. Das Teil. Ungeeigneter Bau. Dahin, so ein Ding. Bau abgeschlossen. Das Teil. Dahin, so ein Teil. Wird gebaut. Ihr seht, ich bin sehr, sehr zielstrebig. Bau abgeschlossen. Das Teil kann. Ach, das ist völlig falsche. Abgebrochen. Das wollte ich bauen. Die Kaserne. Bau abgeschlossen. So, mitten in die Base. So, das ist gleich da. Und dann kommen jetzt gleich erstmal Mammutpanzer. Strom reicht noch, wir können noch mal Strom nachhelfen. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Bau dahin. Das. So. Das Teil. Mammutpanzer, go. Das Wichtigste für den Anfang. Und bei ungefähr einer Minute Timer ganz oben links greife ich dann an. So. Das dahin. Strom. Das. Mammut einsatzbereit. Das Teil dahin. Neue Bauoptionen. Da. So, ihr bekommt euren Sammelpunkt mal dort. So, baue ich jetzt noch mehr erstmal. Ich würde ganz gerne noch den Satelliten ablenken und das Ionending bauen. Ich würde aber auch erstmal sagen, wir sparen das Geld, bis ich den Spaltgenerator platt gemacht habe. Der muss einfach jetzt mal kurz Priorität haben. Ich muss einfach mal kurz. Völlige Überlegenheit. Bereit. Mit Logik an die ganze Sache rangehen. Und mir später genaue Gedanken darum machen. Weil es werden nämlich, wenn ich jetzt alles erforsche, die Ressourcen ausgehen. Und ihr seht, jetzt hier ist die wichtigste Forschung da, das Raygun-Update. Bam. Ab jetzt ist das Wichtigste da. Und ja, ich könnte jetzt noch anfangen, den Satellitenablink zu bauen und das und eine Landeplattform und alles. Aber nein, dieses Mal nicht. Dieses Mal baue ich zuerst das hier. Ich muss das Blatt bekommen. Das ist super, super wichtig. Mammut einsatzbereit. So, ich hoffe, dass jetzt drei Panzer da oben ZDF erstmal reichen. Upgrade abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Bereit. Meine Befehle. Ja, Sir. Upgrade abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Umitzer 1, dahin. Mammut rückt vor. Das reicht schon fast. Wir brauchen gar keinen so großen Trupp. Und krass, wie wenig jetzt hier passiert ist. Feindliche Einheiten in Sicht. Upgrade abgeschlossen. Weil ich anscheinend gewisse Sachen gar nicht gebaut habe. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich will es auch nicht beschwören. Beschreien, meine ich. Mammut einsatzbereit. Bereit. Unbesiegbar. So, ich würde sagen, das reicht. Wir machen hier mal Go. Mal schauen, das Ding da platt bekommen. Feindliche Einheiten in Sicht. Mammut einsatzbereit. Völlige Überlegenheit. Mammut, mach sie platt. Einheit wird angegriffen. Ja, es erfolgt zeitgleich der Angriff hier oben, das dachte ich mir aber schon fast. Sammelpunkt dorthin so lange. Völlige Überlegenheit. Das hier sieht aber soweit gut aus. Feindliche Einheiten in Sicht. Wird repariert. Bereit. So, dann greift mal das dann. Macht's erstmal das platt. Dann habe ich hier nämlich Ruhe. Und kann mich gleich darum kümmern, dass ich einfach nur die restliche Base hier platt mache. Ja, Sir. Das war das Wichtigste.
Jetzt nehme ich Ihnen hier noch ein bisschen was weg. Mammut einsatzbereit. In der nächsten Folge. Und ja, wir befinden uns in der letzten Mission der C&C GDI-Kampagne. Also ich glaube, die GDI-Kampagne ist und danach noch eine kommt. Wenn nicht, dann mache ich ein dummes Gesicht. Und ja, ihr seid gespannt, ob ich das hier schaffe. Ich auch. Gerade eben bin ich ja einmal schon unerwartet schnell gescheitert. Und ja, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben und hinten. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Dann sagen wir zum Schluss. Tschüss.